Liebe Besucher der aktuellen Fotoausstellung in der KFS-Gemeinschaftsschule, ich möchte euch den Besuch dieser Ausstellung sehr ans Herz legen. Die Fotogruppe und ihr Lehrer Ralf Mahl haben ganz bestimmte interessante Themen fotografiert. Sie haben viele Fotos gemacht und davon einige für die Ausstellung ausgewählt und aufgehängt. Das klingt einfach, ist es aber nicht. Dafür ist es sehr spannend. Ein Foto zu machen, das bedeutet nämlich, eine Menge an verschiedenen Dingen fast gleichzeitig zu machen. Ein Motiv auszusuchen und in der Kamera oder auf dem Handy genau anzuschauen, bevor man auf den Auslöser drückt. Zu entscheiden, wie viel ich auf dem Foto zeigen will oder wie wenig. Gehe ich näher heran oder lieber weiter weg? Aus Augenhöhe oder von oben oder von unten? Ihr merkt, das Fotografieren erfordert eine ganze Menge Entscheidungen in einer ganz kurzen Zeit. Bis man das kann, braucht man Übung und Geduld. Aber die Zeit fürs Fotografieren lohnt sich fast immer. Jedes Mal, wenn ich ein Bild gemacht habe, das mir richtig gut gefällt, eines, das ich so noch nie vorher gesehen habe, dann habe ich etwas Neues entdeckt. Und damit habe ich mir selber ein Geschenk gemacht. Nach dem Fotografieren geht es dann weiter mit spannenden Fragen. Welche Bilder sollen überhaupt ausgestellt werden und wie groß? Wie und wo mache ich die Ausdrucke und wie teuer ist das? Sollen wir sie mit oder ohne Rahmen aufhängen? In welcher Höhe? Welche Bilder passen gut zusammen, welche nicht? Die Fotogruppe von Ralf Mahl hat alle diese Entscheidungen getroffen, sonst könnte man jetzt nicht diese Ausstellung sehen. Und wahrscheinlich werden die Fotografinnen und Fotografen alle sagen, es hat sich gelohnt. Denn so können wir allen Besuchern eine ganz persönliche Nachricht schicken und ihnen zeigen, was wir entdeckt haben. Außerdem ist es ein tolles Erlebnis, diese Bilder nicht nur auf kleinen Monitoren zu sehen, sondern groß an der Wand. Ich wünsche allen Besuchern viel Spaß beim Gang durch die Ausstellung und beim Entdecken. Es lohnt sich.